Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Klein Anouk ist auch dabei. In meinem heutigen Video geht es um essbare Blüten im Frühling. Ich liebe einfach den Frühling, wenn dann alles wieder so schön grün wird und die Vöglein so schön zwitschern und wenn diese tollen, farbenprächtigen Blumen überall hervorsprießen. Und diese tollen, essbaren Blüten sind auch sehr gesund für uns, denn sie besitzen sehr viele Vitamine und Mineralstoffe und vor allem diese köstlichen Pollen, die die Bienen alle sammeln, die sind sehr gut für uns. Diese essbaren Blüten sind nicht nur ein wahrer Augenschmaus auf jedem Salat, sondern eigentlich auf jeder anderen Köstlichkeit. Aber am allerliebsten nasche ich sie gleich so, wenn ich welche finde. Und jetzt nehme ich euch mal mit und wir schauen mal, was wir alles für tolle, leckere, essbare Blüten jetzt finden. Jeder kennt eigentlich das Gänseblümchen. Man findet es fast das ganze Jahr über. Verwenden kann man die Blätter, Knospen und Blüten, zum Beispiel im Salat. Allerdings erzeugt es bei manchen Menschen einen anhaltenden, rausstechenden Nachgeschmack. Das Gänseblümchen ist reich an Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Vitamin A und C. Das hier ist die Gundelrebe, sie wird auch Gundermann genannt. Sie gehört zur Familie der Lippenblütler. Hier sind mal die Blüten. Man kann die Blätter und Blüten sammeln und sie sind lecker im Salat oder als Gewürz. Sie enthält sehr viele Bitterstoffe, Vitamin C und Kalium. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingswildkräuter. Sehr köstlich. Das hier ist das Hirtentäschel. Es blüht von März bis Juni und man kann die Blüten, Samentaschen und Blätter sammeln. Ich kann mich schon erinnern, dass wir als Kind immer schon hier diese herzförmigen Samentaschen genascht haben. Es schmeckt würzig und ein bisschen Kresse- oder Rucola-artig. Kann man gut nehmen im Salat oder zum Würzen von allen möglichen Speisen oder einfach als Deko. Das Hirtentäschel ist reich an Vitamin C, Kalium und Calcium. Eine der ersten essbaren Blüten, die man im Jahr so findet, sind die vom Huflattich. Nach milden Wintern kann man sie teilweise schon ab Februar finden. Die finde ich auch echt köstlich. Die esse ich auch am liebsten gleich so direkt oder sammle sie für den leckeren Salat. Hier sind auch schon die ersten Huflattichblätter. Die fühlen sich immer wie Samt an. Die jungen Huflattichblätter kann man auch lecker im Salat essen. Hier wächst die Knoblauchsrauke. Sie blüht von April bis Juni. Verwenden kann man ihre Blüten und Blätter. Sie schmecken sehr nach Knoblauch, woher die Pflanze auch ihren Namen hat. Sie ist sehr köstlich im Salat oder gerade für Wildkräuterpesto gut geeignet. Und diese leckeren Löwenzahnblüten, die müsste ja nun eigentlich jeder kennen. Ich finde, die schmecken immer voll süß und lecker nach Honig. Und wenn man hier unten das abmacht, dann schmeckt sie auch gar nicht bitter. Wenn man nur die gelben Blütenblätter nimmt, schmecken die einfach nur lecker nach Honig. Mmh, köstlich. Die mache ich im Frühling voll gern über meinen Salat. Hier habe ich jetzt tatsächlich noch ein Lungenkraut gefunden. Die sind nämlich hier schon fast verblüht. Lungenkraut blüht nämlich nur von März bis April. Und die Blüten, die sind so blau bis violett. Schmeckt fast ein bisschen wie Gurke. Man verwendet die Blätter und Blüten, zum Beispiel im Salat. Lungenkraut enthält sehr viel Vitamin C und Mineralstoffe. Und es wurde bei Lungenerkrankungen eingesetzt, daher auch der Name Lungenkraut. Und dieses leckere Kraut habe ich schon als Kind sehr geliebt. Den Sauerampfer. Der blüht von April bis Juni und die Blüten sind hier so rötlich-grün. Man kann die Blätter und Blüten verwenden. Schmeckt sehr säuerlich, fast wie Zitrone und enthält sehr viel Vitamin C, Carotin, Eisen und auch Oxalsäure. Ist sehr lecker im Salat oder am liebsten kann man ihn gleich so von der Wiese naschen. Das hier sind mit meine Lieblingsblüten im Frühjahr, die vom Waldsauerklee, voll köstlich. Hier, die erkennt man sehr gut an den 5 Blütenblättern und die haben dann so rot-violette Adern. Und die Blätter erkennt man ja sehr gut in diesen 3 wunderschönen Herzchen, die man auch das ganze Jahr über im Wald finden kann. Das sind die Blüten vom Waldsauerklee, die mag ich ganz besonders gern. Die schmecken so schön erfrischend, zitronig.
Der Geschmack des Frühlings. Dieses tolle Kraut hier heißt behaartes Schaumkraut. Es blüht von März bis Mai und man kann die Blätter, Blüten und Samen verwenden. Es schmeckt sehr scharf und sehr stark nach Kresse. Enthält sehr viele Mineralstoffe, viel Vitamin C und Bitterstoffe. Ich finde, es ist sehr lecker als Gewürz im Salat oder im Kräuterpesto. Und das hier ist das Wiesenschaumkraut. Es blüht von April bis Juni und die Blüten, die sind so blass lila bis weiß. Es schmeckt auch sehr kresseartig wie das behaarte Schaumkraut und hat auch sehr viel Vitamin C. Sehr lecker im Salat oder im Wildkräuterpesto oder einfach so zum Naschen. Hier wächst das Scharboxkraut. Es blüht von März bis Mai und hat hier so tolle gelbe Blüten. Es schmeckt sehr scharf, fast ein bisschen pfeffrig. Es enthält sehr viele Gerbstoffe und viel Vitamin C und wurde deshalb früher bei Skorput oder Frühjahrsmüdigkeit gegessen. Aber jetzt, gerade nach der Blüte, sollte man es nicht in zu großen Mengen essen, weil es kann zu Reizungen der Schleimhäute führen. Aber die Blüten sind eine wunderschöne Dekoration und auch sehr köstlich im Salat. Und hier wachsen und blühen auch die schönen Taubnesseln. Die Taubnesseln gehört zu den Lippenblütlern. Diese Blüten sind sehr köstlich. Ich kann mich schon erinnern, dass wir schon als Kind immer da die Blüten rausgezupft haben und den süßen Nektar rausgeschlürft haben. Sehr köstlich über Salaten oder zum einfach so naschen. Toll, jetzt habe ich doch noch ein paar Veilchen entdeckt. Die Veilchen blühen von März bis April oder Anfang Mai. Die erkennt man immer sehr gut an diesen herzförmigen Blättern. Sie sind sehr gut als Deko im Salat oder einfach so zum Naschen. Und schmecken herrlich, süßlich, mild und sind einfach eine Schönheit. Dieses Kraut hier ist auch sehr köstlich. Das ist die Vogelmiere. Die findet man zum Teil auch im Winter. Und die blüht schon ab März und fast das ganze Jahr über. Sie hat sehr winzig kleine Blüten. Hier weiß mit vielen Blütenblättern. Und da erntet man dann das ganze Kraut. Kann man ganz lecker in Salat machen, in Schmusis oder in alle möglichen Gerichte. Und hier blüht die Walderdbeere. Sie blüht von April bis Juni. Verwenden kann man die Blüten, die leckeren Blätter und natürlich im Sommer die Früchte. Im Gegensatz zur gezüchteten Erdbeere hat sie viel konzentriertere Inhaltsstoffe. Das schmeckt man ja auch gerade an den leckeren Walderdbeeren. Die schmecken viel aromatischer als unsere gezüchteten Erdbeeren. Juhu, da bin ich wieder. So, das waren jetzt ein paar der tollen essbaren Blüten, die bei mir so in der Umgebung wachsen. Es gibt natürlich noch viel mehr, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt, und zwar hier. Pling! Oder besucht mich doch mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.